Noch bis zum morgigen Sonntag haben auf dem Festplatz in Tübingen die Ritter fest das Zepter in der Hand. An allerlei Ständen kann man sich mit selbstgemachten mittelalterlichen Utensilien eindecken oder auf dem Turnierplatz einem waschechten Tjost beiwohnen. Aber auch viele weitere Schausteller besiedeln den Mittelaltermarkt und entführen die Besucher in eine andere Zeit. Auf ganz rustikale Art und Weise ist natürlich auch für das leibliche Wohl gesorgt. Und wer es gerne etwas ausgefallener hat, kann sich an einem der Steampunk-Stände umsehen.